Satnam, Satnam, du wundervolles Wesen. Schön, dass du da bist. Schön, dass es dich gibt. Heute möchte ich dir ein Mantra schenken, eine Mantra-Praxis schenken. Das sogenannte Wunder-Mantra. Und dieses Mantra hat es richtig in sich. Es hat mich jetzt gerade so richtig durchgespült und mir den Impuls gegeben, ja, das mit dir jetzt zu teilen, um dir dieses Geschenk einfach auch zuteil werden zu lassen. Denn es hat es insofern in sich, dass es alles, was in dir an negativen Programmen läuft, in die Drehung bringen kann und alles Negative in deinem Geist stoppen kann und dich ganz zentriert wieder in das Positive, in die positive Richtung fühlen, denken und auch manifestieren lässt. Und es ist wirklich wichtig, dass du, wenn du dieses Mantra praktizierst, im Anschluss noch ein paar Momente im Stillen sitzt und spürst und fühlst, dich wirklich verbindest mit deiner Manifestationskraft und wirklich dich ganz, ganz fest und ganz stark mit deiner Vision verbindest, was du in der Welt sehen möchtest. Ja, denn dieses Mantra erhöht deine Energie, deine Schwingung und somit kannst du einfach auch viel schneller manifestieren. Ja. Und du solltest wirklich achtsam sein im Anschluss an dieses Mantra, dass du auch denkst und fühlst und handelst danach, was du wirklich manifestieren möchtest. Ja. Bevor wir in dieses Mantra einsteigen, möchte ich noch das Tuning-In-Mantra aus der Kundalini-Yoga-Praxis mit reinbringen, um einfach wirklich diesen heiligen Raum zu öffnen, diesen geschützten Raum zu öffnen und uns zu verbinden in dieser wunderbaren Zeit mit all denen, die schon vorausgegangen sind und uns einzubetten in den großen Kreis von weisen und erleuchteten Seelen, um dann einzusteigen in das Siri-Mantra. Ah, schön, dass ihr alle reintrudelt. Schenkt mir mal ein Herzchen, schreibt mir mal einen Kommentar, damit ich sehen kann, wer alle da ist. Und ich lade dich ein, dir jetzt wirklich Zeit zu nehmen, Zeit zu schaffen oder das Video dann einfach auch nochmal in Ruhe nachzuschauen. Setz dich aufrecht mit aufrechter Wirbelsäule, schließ die Augen. Atme lang und tief, nimm wahr, wie der Atem fließt. Spür, wie dein Gewicht in den Boden sinkt, über dein Becken. Mit jeder Ausatmung lässt du ein bisschen mehr los. Und mit jeder Einatmung richtest du dich in dir auf, sodass deine Wirbelsäule lang und anmutig sich ausdehnt. Wenn du magst, reib gerne deine Hände aneinander und leg sie in Gebetshaltung an die Brust. Während wir jetzt das Tuning-In-Mantra singen, darfst du gerne in Gebetshaltung bleiben oder wieder entspannt die Handflächen auf den Oberschenkeln ablegen. Und nimm das jetzt wirklich ganz für dich, ja, nimm dir diese Zeit ganz für dich. Das ist eine heilige Praxis, eine sehr tiefgehende Praxis. Ich freue mich, wenn du jetzt mit einstimmst. Om Namo Gurudev Namo At Gurename Chugat Gurename Sat Gurename Siri Gurudev Name.
Halte den Atem für einen Moment. Spann Mulband, Beckenboden, Bauch, Nabel nach innen. Und atme aus und leg die Hände entspannt ab. Spür den heiligen Raum, in dem du gelandet bist, mit diesem Tuning-in-Mantra. Und dann gehen wir in das Ek Onkar Sat Guru Prasad. Ek Onkar Sat Guru Prasad. Das Wundermantra, das all die Negativität in Positivität wandelt und dich volle Kanne verbindet mit deinem krassesten Manifestationsstrahl, sodass du jetzt in dieses neue Jahr hinein gehen kannst, mit deinen höchsten Visionen verbunden und deiner Kraft gebündelt. Ekanka, Ekanka, Satyam Guru Prasad.
Tief ein. Und aus. Halte den inneren Blick auf das dritte Auge gerichtet. Ganz verbunden mit
deiner Vision, deiner Manifestationskraft. Was möchtest du sehen in der Welt, wenn alles möglich wäre? Welche Wunder möchtest du sehen in der Welt, in deinem Leben, in deiner Welt? Nimm dir noch ein paar Minuten Zeit, ganz tief reinzuspüren. Ganz tief fühlen, wie ist deine Welt, wenn alle deine Wunder geschehen. Und wenn du magst, dann nimm dir zum Anschluss an dieses Video noch einen Stift und einen Zettel zur Hand und schreib das alles mal auf. Ja. Was möchtest du im Jahr 2022 in der Welt sehen? Ja, und trau dich ruhig, groß zu träumen. Ja, manchmal ist es viel leichter, die großen Dinge zu wirken, zu schaffen, zu schöpfen, als wenn wir uns zu klein denken, zu klein fühlen, zu klein handeln. Erlaub dir wirklich, das volle Potenzial zu empfangen und schreib's auf. Und schau dir gerne dieses Video immer wieder an, mach diese Meditation mit dem Siri-Mantra, mit dem Wunder-Mantra gerne öfter in der nächsten Zeit und halte wirklich deinen Fokus auf dieser Manifestation, auf dieser Vision. Ich freue mich natürlich, wenn du dieses Video teilst mit Menschen, wo du das Gefühl hast, die könnten auch gut etwas Bündelung der Manifestationskraft und Fokus auf das Positive gebrauchen. Und ich freue mich, dass du dabei bist, dabei warst, dir die Zeit gegeben hast, die Zeit geschenkt hast in dieser ganz besonderen Zeit des Wandels. Ganz viel Liebe in dein Herz. Satnam, danke. Bis ganz bald.